Mit dem renommierten Juliane-Bartel-Medienpreis würdigt das Land Niedersachsen Autorinnen und Autoren, die in ihren Fernseh-, Hörfunk- und Internetbeiträgen auf unterschiedlichste Weise die Gleichstellung von Frauen und Männern thematisieren. Das Preisgeld ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert, verteilt auf 4 Kategorien. Ich freue mich, dass wir heute wieder herausragende, hervorragende journalistische Leistungen feiern können, dass wir wunderbare Autorinnen und Autoren kennenlernen werden, die mit viel Engagement, mit viel Leidenschaft und auch mit ganz viel Pioniergeist an ihre Themen rangegangen sind und die uns wiederum mit Vorurteilen konfrontieren oder auch Phänomenen, über die wir vielleicht überhaupt noch gar nicht nachgedacht haben. Gleichberechtigung ist ein Menschenrecht und betrifft weit mehr als nur die Gleichstellung von Mann und Frau. Alle Menschen sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben. Der Juliane-Bartel-Preis lenkt einmal pro Jahr den Fokus auf das Thema in seiner Gesamtheit. Wir haben auch heute noch vielfältige Barrieren, die Frauen zu überwinden haben, wenn sie Karriere machen wollen oder wenn sie einfach sich frei entfalten wollen. Und wir erleben auch, dass es Gegenbewegungen gibt, gegen Emanzipation und gegen die Selbstbestimmtheit der Frau. Und insofern ja, ist da wirklich noch viel zu tun. Und ich hoffe, der Preis kann einen kleinen Beitrag leisten. Ich fühle mich so gesehen, ich fühle mich so sichtbar und das ist so schön, anerkannt zu werden für das, was ich getan habe. Lisa Marie Idobu. Ich fühle mich unfassbar geehrt, ich fühle mich so appreciated, so gewertschätzt in der Arbeit, die ich mache. Und das wird mir in meiner Karriere nachhaltig auch sehr viel helfen, also danke dafür. Ich hatte das Gefühl, es gab hier heute ganz viele Frauen, die einander einfach auch gefeiert haben und die Arbeit, die sie machen und voneinander wissen, dass sie wichtige und gute Arbeit leisten und ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind. Und man spürt die Leidenschaft und auch den Aufbruch, mit dem viele Frauen und Männer sich hier mit den Themen beschäftigen, die ja immer noch wichtig sind, nämlich Gleichstellung, Gleichberechtigung. 145 Beiträge sind in diesem Jahr eingereicht worden. Thematisch war das wieder überaus vielfältig. Zum einen geht es bei den nominierten Beiträgen um Klassiker wie Machtmissbrauch oder Gewalt gegen Frauen. Es geht um Frauen, die sich ihren Platz in der Gesellschaft gegen alle Widerstände erkämpft haben. Es geht aber auch um diverse Gaps. Die eingereichten Beiträge sind sehr unterschiedlich, sehr facettenreich und allesamt extrem wichtig. Dem Großteil der Jury ging es eben auch so, dass wir was ganz Neues erfahren haben, auf eine sehr emotionale Art dargestellt bekommen haben. Bei den Einreichungen des Juliane-Bartel-Medienpreises geht es eben um was. Es geht um Gerechtigkeit. Und dementsprechend gab es wirklich viel Diskussion und ich bin dankbar, wieder dabei sein zu können, weil die Beiträge eben alle irgendwas ganz Besonderes dargestellt haben. Entweder es war eine dringliche Botschaft, ein direkter Appell an Politik und Gesellschaft, oder es war eine unglaublich nahe Arbeit und tolle Rechercheleistung oder aber Beziehung zu ProtagonistInnen. Also die Vielfalt hat auch dieses Jahr wieder bestochen und macht diesen Juliane-Bartel-Medienpreis einfach so besonders. Das ist tatsächlich so toll, dass man hier auch mit Themen in Berührung kommt, die ansonsten vielleicht so ein bisschen hinten rübergefallen wären, die man persönlich nicht mitgekriegt hätte. Das war großartig, es war auch ein unglaubliches Empowerment und eine große Inspiration. Ich bin so froh, dass ich da war. Ich bin jeden Tag an diesem Gebäude vorbeigefahren, wo in Leipzig die damalige Trippeburg war. Es ist einfach sehr unbekannt, nicht aufgearbeitet und das hat mich sehr überrascht, weil einfach ja, eine Riesenzahl an Opfern da ist, alles Frauen und niemand weiß darüber. Und ich konnte unter Drehbedingungen arbeiten, die wirklich einen Film ermöglicht haben, der sich unter anderem wirklich durch Nähe zur Protagonistin auszeichnet und dafür bin ich wirklich extrem dankbar. Also ich würde sagen, MeToo ist das Phänomen, wo wir die emanzipatorische Kraft von Social Media erlebt haben, wo wir es erlebt haben, dass es einen weiten globalen öffentlichen Diskurs über geschlechterbasierte Gewalt gab, der eben zwar in den Köpfen nahezu aller Frauen präsent war, aber eben kaum sozusagen wirkliche Öffentlichkeit gewonnen hat. Gleichberechtigung und generell Frauenrechte sind Themen, die mir auf jeden Fall sehr am Herzen liegen und es ist toll, dass wir das mit dieser Veranstaltung nochmal unterstreichen können. Wir haben uns gerade angeguckt und haben uns gefragt, ob das wirklich passiert. Wir sind ganz sprachlos gerade. It's either now or it's never put.
together, 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 together. It's now or it's never, it's never, it's never. Pull it together, together, together. It's now or it's never, it's now or it's never. I don't think that the floodgates, they can take it anymore. I wish I could be brave enough to open up and Ich finde, der Juliane Bartel Medienpreis ist wundervoll. Ich war zum ersten Mal dabei und bin total beeindruckt von allen Einsendungen, von der Atmosphäre. Es war berührend, es waren Dinge dabei, die humoristisch waren. Es waren aber auch Beiträge zu sehen und zu hören, die bedrückend waren. Und von daher war das wirklich einfach bunt und fantastisch. Man hat das Gefühl, Teil von etwas sehr Wichtigem zu sein. Wir müssen es alle in die Welt hinaustragen, weil es ist wichtig, dass journalistische Leistungen geehrt werden, gewürdigt werden. Das hält alles am Laufen und es sind mutige AkteurInnen in diesem Feld. Maren, sag doch mal, wie lautet eigentlich deine Botschaft? Kurz und prägnant bitte. Weitermachen, unseren bisherigen Stand, was wir erreicht haben an Gleichstellung, das müssen wir verteidigen. Das Wichtigste ist einfach, wenn du weißt, dass du Potenzial hast, kannst du weit gehen. Und das war für mich so schön, heute diese Bestätigung zu bekommen, hey, like, she's doing it. Ich kenne keinen anderen Preis, die sich mit Gleichberechtigung beschäftigen, mit Emanzipation, mit Gewalt gegen Frauen, mit dieser strukturellen Ungleichheit. Und deswegen ist dieser Preis extrem wichtig. Wir haben einfach heute Abend gesehen, dass es wichtig ist und dass es uns alle angeht und jeden Tag in jeder Minute begleitet quasi.